Hallo Leute, hier ist euer Verzetteler. Herzlich willkommen bei mir erstmal wieder. Leider habe ich eine schlechte Nachricht zu Anfang. Ihr seht schon, das hier ist nicht Borderlands 2. So, was ist passiert? Zwei Sachen. Zwei Aufnahmen, zwei fatale Sachen. Erste Aufnahme hat aus einem technischen Grund, aus einem wichtigen technischen Grund nicht funktioniert. Deswegen werde ich auch zum Anfang der nächsten Aufnahme von Borderlands 2, so weit es die geben sollte, noch eine kleine Zusammenfassung dazu bringen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Die zweite Sache. Leider ist es so, dass ich heute gerade noch mal versucht habe, eine Borderlands 2 Aufnahme zu machen und ich ziemlich schnell die Geduld an den Gegnern verloren habe. Und ich muss sagen, also ich würde mal sagen, gerade so bei Computerspielen, bei Videospielen generell, habe ich schon einen sehr, sehr langen Geduldsfaden. Aber das ging selbst über meine Geduld hinaus. Jetzt wollte ich euch aber nicht mit leeren Händen stehen lassen. Deswegen spielen wir jetzt Schlag den Star. Und zwar dachte ich mir, ich bringe jetzt zwei Folgen Schlag den Star. Und zwei Folgen, wer weiß denn sowas, damit ihr zumindest irgendwas habt. Nächstes Wochenende kommt da, also ja, nächstes kann man jetzt schon sagen, ja genau, also nächsten Samstag und nächsten Sonntag kommen dann wieder jeweils eine Folge You Don't Know Jack. Und dann muss ich mal weiterschauen. Ich lasse mir die Sache mit Borderlands 2 jetzt nochmal durch den Kopf gehen und so weiter und so fort. Möchte mir aber herausnehmen, dass ich eventuell auch mit dem Let's Play Schluss mache. Dann werde ich allerdings nochmal ein kurzes Erklärungsvideo dazu bringen, woran es denn nun wirklich lag. Tut mir leid, falls ich irgendjemanden damit enttäuschen sollte, aber an einigen Stellen finde ich dieses Spiel schon wirklich krass, schon wirklich sehr krass und mir ehrlich gesagt zu krass. Aber jetzt will ich aufhören mit dem Gejammer. Lasst uns stattdessen anfangen mit Schlag den Star. Moin. Freut mich. Na, hallo, alles. Hallo, grüß Gott. Alles. Grüß Gott. Na, wie geht's? Grüß Gott. Ja, servus. So ein halbes Hemd wie du hat hier nichts verloren. Geh in Deckung und gib dich am besten gleichgeschlagen. Hallo Fans, schönen guten Abend. Welcher Promi verliert heute in der Show nicht die Nerven? Und für das heutige Spiel haben wir diese wundervollen Stars eingeladen. Zu Anfang wollen wir gleich sehen, was ihr so drauf habt. Spiel 1: Marienkäfer. Marienkäfer. Über den Bildschirm läuft Marienkäfer auf vorgegebenen Bahnen. Die Spieler müssen die Punkte auf dem Rücken aller Käfer zusammenzählen.
Wer zuerst buzzert, muss innerhalb von 5 Sekunden seine Antwort einloggen. Okay. Wenn diese richtig ist, erhält er einen Punkt. Andernfalls geht dieser an den Gegner. Wer zuerst 6 Punkte erreicht hat, hat das Spiel gewonnen. Ich glaube, das habe ich verstanden. Achtung, aufgepasst! Ihr seht gleich ein paar krabbelnde Marienkäfer mit Punkten auf den Rücken. Ihr müsst die Punkte aller Marienkäfer zusammenzählen. Wer buzzert, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort einzuloggen. Ist diese korrekt, bekommt ihr einen Punkt. Ansonsten euer Gegner. Wer zuerst 6 Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Pro Bahn gibt es immer nur einen Käfer. Die Käfer laufen auch schon mal aus dem Bild heraus, kommen aber auf der gleichen Bahn wieder zurück. Dann wollen wir mal. 3, 6, 6, 11, 13. Ja. Warte mal, wie geht denn das? Aber ich, 1. Jetzt. Der Timer ist abgelaufen, Punkt verloren. Ich muss mich einfach noch steigern. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich hätte mir vielleicht doch noch mal genauer die Anleitung... Was krabbelt denn da? Sollen. Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich heute noch etwas. Was? 8 und 7 sind 15 und 6 sind 23 und das sind 28. Ja, 2, ja. Ja. Also ja. Ah, ich verstehe. Das ist nicht korrekt. Nee, ne? Elton sagt gar nichts. Ich muss jetzt mal schnell an Katzenbabys denken. Okay, okay. 2 und 5. 5, das sind 7, das sind 12. Das sind nochmal 7, oder? Das wären 19. Ja. 19. Das war richtig. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt so gut funktioniert. Ich aber. 2 und 11 und 18 und 29, würde ich sagen. Super. So muss das sein. Ach du. 8 und 10 sind 18 plus 26 plus der eine links da noch 26 plus 9 35. Jawohl! Yeah!
Sieht interessant aus. Tja, heute ist ein ganz besonderer Tag für euch. Ja. 4 plus 10 sind 14. Plus 9 sind 23. Plus 4 sind 27. Gut gemacht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt so gut funktioniert. Vier plus vier sind 8, plus 4 sind 12, plus 9 sind 21. Weiter so. Das mache ich gleich nochmal so. Zwei plus 10 sind 12, plus 9 sind 21, plus 9 sind 30. Klasse, das war richtig. Das war sensationell gut, obwohl ich nicht weiß, wie ich das gemacht habe. Bravo, eindeutig gewonnen. Philipp. Sehr gut, Philipp. Ich bin gespannt, was die Statistik sagt. Damit liegst du in Führung, Philipp. Spiel 2. Hochwerfen. Hochwerfen. Die Spieler müssen Säcke auf eine dreidimensionale Zielscheibe werfen. Dabei zählt der unterste Ring 1 und der oberste Ring 10. Jeder Wert wird nur einmal pro Spiel vergeben. Wer mehr Säcke auf einer Ebene liegen hat, bekommt den entsprechenden Wert. Es gibt abwechselnd 15 Bälle zum Werfen. Der Spieler, der am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay. Jetzt werden die Talente unserer Stars geprüft. Und das sind die Regeln. Ihr müsst die Säckchen auf eine dreidimensionale Zielscheibe werfen, bei der jeder Ring für eine Zahl steht. Beginnend mit der 1 unten bis zur 10 ganz oben. Wer mehr Säckchen auf einem Punktering liegen hat, gewinnt diesen Ring und erhält den entsprechenden Punktewert. Jeder Punktewert wird nur einmal vergeben. Zwei Säckchen werden also nicht addiert. Ihr habt abwechselnd 15 Säckchen zum Werfen. Wer am Ende mehr Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ein Säckchen zählt immer für den Ring, auf dem es auch tatsächlich liegt. Zeigt, was ihr könnt! Okay, F. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ein eleganter Wurf! Na endlich! Ich muss jetzt Louis auch noch machen. Ist doch ein Witz. Es ist nicht leicht, den Ball da hochzuwerfen. Warte mal. Ach, deswegen hat das nicht funktioniert. Warte mal. Zurück. Spielen. Neues Spiel. Thank you.
Moin. Yep. Yes. Ich bin. Hi. Hier bin ich. Hallo und. Hier bin ich. Ich bin bereit. Hallo. Ich bin der Leo. So ein halbes Hemd wie du hat hier nichts verloren. Hallo. Ah, und jetzt kommt nämlich der Gegner. Siehst du mal. Geh in Deckung und gib dich am besten gleich geschlagen. Ich nehme den Philipp, ja, ich nehme den Philipp. Jetzt weiter, nein. Na? Ja, ich bin. Na? Ich mach dich fertig. Alles bereit. Ich gewinne hier, das ist klar. Ich bin. Ja, hallo. Weiter. Also, sorry, auf ein neues. Schönen guten Abend. Ah, herrlich, danke. Das wird heute bestimmt spannend. Wer gewinnt die Show? Schlag den Star. Es treten heute gegeneinander an der vielversprechende Frischling und der ebenfalls vielversprechende Neuling. Dann schauen wir doch gleich mal, mit was wir anfangen. Spiel 1. Stimmt's? Die Spieler werden mit einer Behauptung konfrontiert. Sie müssen innerhalb von 5 Sekunden entscheiden, ob sie stimmt. Wer zuerst 4 falsche Antworten gegeben hat, verliert das Spiel. Okay. Achtung, aufgepasst. Ihr werdet mit einer Behauptung konfrontiert. Ihr entscheidet innerhalb von 5 Sekunden, ja, sie stimmt oder nein, sie stimmt nicht. Wer zuerst 4 falsche Antworten gegeben hat, verliert das Spiel. Und los geht's. Dann wollen wir mal beginnen. Die das goldene Vlies suchenden Helden der griechischen Mythologie heißen Argonauten. Argon? Golden? Das kann doch gar nicht sein. Dann lösen wir mal auf. Stimmt. Das ist korrekt. Mensch, bin ich froh. Doch Argon war Gold, glaube ich. Mann. Das wäre ein anderes Metall gewesen. Es hilft, wenn ihr hier auf dem Laufenden seid. Ganz schön spannend. So, passt gut auf. Albert Schweitzer war kein Schweizer. Ja. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Stimmt. Ich habe beide richtig geantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage. Eine Tonne wiegt genauso viel wie ein Megagramm. Nein. Dann lösen wir mal auf. Stimmt. Aber hallo, das war gut. Samt. Ja, da kenne ich mich aus. Ja, so siehst du aus. Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, heute ist ein ganz besonderer Tag für euch. Nächste Frage bitte. Madagaskar war einst eine deutsche Kolonie. Ja, ich sage mal ja. Die richtige Antwort lautet... Stimmt nicht. Die Insel war eine französische Kolonie. Das ist korrekt. Endlich mal etwas, was ich kann. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Tibet grenzt unter anderem an Myanmar. Nein. Richtig ist... Stimmt. Super. Das gibt es doch gar nicht. Das war mega einfach. Das war mega einfach. Das Spiel geht an dich, Philipp. Mal sehen, wie sich das jetzt in der Gesamtwertung macht. Ein tolles Match. Die Führung liegt damit in deiner Hand, Philipp. Und weiter.
Spiel 2. Wasserlabyrinth. Ah, ich weiß, glaube ich. Wasserlabyrinth. Die Spieler müssen an drei Wasserlabyrinthen den Ball mit dem Wasserstrahl vom Start nach oben ins Ziel befördern. Wer dies in der kürzeren Zeit schafft, hat das Spiel gewonnen. Okay. Also, wie wird gespielt? Ihr müsst an den drei Wasserlabyrinthen den Ball mit dem Wasserstrahl vom Start nach oben ins Ziel befördern. Wer dies in der kürzeren Zeit schafft, hat das Spiel gewonnen. Auf los geht's los. Los. Diese Steuerung. Warte mal. Nein. Nicht da weg. Nicht. Tu's nicht. Gestehen, der Typ ist am Abspritzen einfach stärker als ich. Aber ob man da jetzt so stolz drauf sein kann, das. Das lief ja wie am Schnürchen. Philipp. Das haben wir dahin gestellt. Mal sehen, wie sich das jetzt in der Gesamtwertung macht. Damit setzt du dich ganz klar von der Konkurrenz ab. Philipp. Spiel 3. Quiz. Es werden 5 Themengebiete ausgewählt, zu denen nacheinander jeweils 3 Fragen gestellt werden. Die Themengebiete wechseln bei jeder Fragerunde. Bei jeder Frage gibt es 4 Antwortmöglichkeiten. Wer zuerst buzzert, muss seine Antwort abgeben. Okay. Die Regeln des Spiels sind leicht zu verstehen, denke ich. Sie lauten: Ihr bekommt Fragen zu verschiedenen Themengebieten gestellt. Wer den Buzzer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, die richtige Antwort auszuwählen. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Ansonsten euer Gegner. Wer als erster 3 Punkte in seinem Themengebiet geholt hat, gewinnt das Themengebiet. Wer als erster 3 Themengebiete gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Viel Glück, wir fangen an. So Leute, lasst uns beginnen. Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Konrad Adenauer. Die richtige Antwort lautet Konrad Adenauer. Ja, das war richtig. Wow, das war gut. Es geht weiter. Es wird spannend. In welchem Land liegt die Zugspitze? Österreich? Oder war es Deutschland? Verdammt. Deutschland? Die richtige Antwort wäre Deutschland. Deutschland, okay. Jawohl! Ha, ein Glückstreffer! Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Wie viele Grundformen von Sprüngen gibt es beim Eiskunstlauf? Ich rate jetzt mal.
Was? Elf. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Sechs. Auch gut. Knapp daneben. Ich dachte, das wär's jetzt. Hier könnte man Stefan Raab als Joker gut gebrauchen. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. In welchem Kohlebergbaugebiet lebte und zeichnete Van Gogh einige Jahre seines Lebens? Okay. Dann lösen wir mal auf. Belgisches Borinage. Danke sehr. Das kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Ich muss mich einfach noch steigern. Es geht weiter. Es wird spannend. Welches Gas erzeugt den unausstehlichen Geruch in Stinkbomben? Methan, oder? Sicher doch. Achso, Schwefel, Wasserstoff dann halt. Oder Chlor. Richtig ist Schwefel, Wasserstoff. Absolut richtig. Ich hab jetzt richtig Bock. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Wie hoch ist das Mindestalter für Bundespräsidenten? Fünfzig, meine ich. Richtig ist 40. Ah, 40, okay. Nee, falsch. So ein Mist. Kommen wir zur nächsten Frage. Wo befinden sich die Kordilleren? Ach, sag du mal so. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Südamerika. Das ist korrekt. Respektabel. Das war mega einfach. Respektabel. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Welcher Tennisspieler hat Boris Becker seinen ersten Trainerjob gegeben? Ja, auf den hätte ich auch getippt. Die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist Novak Djokovic. Jawohl. Na also. Fragen über Fragen. Neue Runde, neues Glück. Mit welchem Satz beginnt Moby Dick? Es geht um eine Jagd. Es begann und dann Tucker dort war. Nennt mich Ishmael. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Nennt mich Ismail. Oder Ismail. Das ist korrekt. Ist der nicht Ishmael? Mensch, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Egal. Achtung, es geht weiter. Welcher Teil des Ohres hilft, das Gleichgewicht zu halten? Das hier. Vestibularapparat. Korrekt ist? Vestibularapparat. Ha! Aber hallo, das war gut. Das war mega einfach. Man muss hier wissen, was so alles in der Welt passiert. Einfach drauf los, nicht so zögerlich. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Was kostet die Herstellung einer Banknote in etwa pro Schein? Ich sag mal 12 Cent. Die gültige Antwort lautet wie folgt. 18. Nee, falsch. Gibt's doch nicht. Interessant. Mit dieser Frage geht's jetzt weiter. Auf welchem Kontinent findet man die Appalachen? Ähm.
Nordamerika geraten? Die richtige Antwort wäre Nordamerika. Ach. Absolut richtig. Ha, ein Glückstreffer. Ey, das war gewusst. Das war kein Glück. Konzentriert euch auf eure Spezialgebiete. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Bei welchen Wettkämpfen kann man zum Dreisprung antreten? Alles oder nichts. Leichtathletik? Korrekt ist? Leichtathletik. Jawohl! Das mache ich gleich nochmal so. Es geht weiter. Es wird spannend. Wie wird die Kunstrichtung des Jugendstils auch genannt? So, hier ist die Auflösung. Ah, Nouveau. Das hätte ich nicht gewusst. Richtige Antwort. Na endlich. Achtung, es geht weiter. Waschsoda ist der geläufige Name für? Was? Natrium, Calcium. Was? Was weiß ich? Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Natriumcarbonat. Klasse, das war richtig. Wow, das war gut. Und das war natürlich null geraten. Klar. Etwas Bildung kann hier nicht schaden. Kann sich noch jemand an Ringing the Bull erinnern? Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Wie nennt man die Minderheit in einem politischen Gremium? Das ist... die Opposition. Und die korrekte Antwort ist Opposition. Ich dachte gerade irgendwie, das wäre zu einfach. Da kennt sich wer aus. Ha, das war 1A. Na, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft draus machen. Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich heute noch etwas. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie heißt die Hauptstadt des US-Staats Hawaii? Honolulu. Hier ist die Auflösung. Honolulu. Aber hallo, das war gut. Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Eine neue Runde beginnt. Welches Footballteam ist in San Francisco zu Hause? Was weiß ich. Die 49ers. Die richtige Antwort wäre 49ers. Okay. Jawohl. Ich bin doch echt eine Wucht. Alles ist noch offen. Das Spiel ist genauso schön wie das Wetter heute. So, pass gut auf. Wie heißt die deutsch-russische Übersetzerin der Fünf Elefanten von Fjodor Dostojewski? Ja, sag mal. Ich habe keine Ahnung. Hier ist die richtige Antwort. Svetlana Reihe. Nee, das passt nicht. Was? Echt jetzt? Yes! Sieg! Du hast gewonnen, Leo. Der neue Punktestand sieht damit so aus. Nach diesem wohlverdienten Sieg sind beide wieder gleich auf. Spiel 4. Shut the Box. Shut the Box. Es gibt 9 Plättchen im Wert von 1 bis 9 und jeder Spieler muss würfeln.
Dann dürfen Plättchen umgeklappt werden. Die Gesamtzahl der gewürfelten Augen muss dabei immer eingehalten werden. Ein Spieler ist so lange an der Reihe, wie er Plättchen umklappen kann. Der Spielablauf ist so. Das Spielbrett besteht aus 9 Klappen mit den Werten von 1 bis 9. Ihr werft 2 Würfel und im Anschluss muss die erwürfelte Augenzahl mit Hilfe der Klappen umgelegt werden. Wie ihr hier kombiniert, ist euch überlassen. Bei einer 3 könnt ihr zum Beispiel die 3 oder die 1 und die 2 umklappen. Danach wird erneut gewürfelt und dann umgeklappt. Ihr seid so lange an der Reihe, wie ihr Felder umklappen könnt. Könnt ihr keine mehr umlegen, so werden die Punktezahlen der Restfelder addiert und der Gegner ist dran. Wer in einem Durchgang weniger Punkte stehen lässt, gewinnt diesen. Wer als erster 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Zeigt, was ihr könnt! Aufnehmen. Die 7 haben wir da. Dann nehme ich doch mal Platz. Die 7. Manchmal hat man hier auch Pech. Die 8. Ja. Eine 9. Gerne doch, gerne doch. Ich wäre auch gern mal da unten. Eine 5. Elton da für eine Wissenschaft ausmacht. Eine 4. Jetzt kommt der andere dran. Los geht's. Ich glaub, das war schlecht. Ah, man kann da jetzt auch eine Wissenschaft machen. Ja, genau. Oh, knapp. Und das Publikum geht wieder richtig mit. Knappes Höschen. Jetzt nicht mehr. So, mal schauen, wie viele Punkte diesmal stehen. Ich bin richtig stolz auf mich. Die meisten Sachen lernt man durch viel Üben. Beacht. Nein. So. Und das Publikum geht wieder richtig mit. Eine 9. Denkt nach, was ihr umklappt. Manchmal ist auch Strategie dabei. Eine 4. Tja, jetzt muss ich schon Glück haben. Diese Kontrahenten geben heute wirklich alles. Eine 5. Zeig mal, was du drauf hast. Philipp. Okay, ich spule jetzt mal. Na, man kann da jetzt auch sie mal eine an. Endlich mal etwas, was ich kann. Probieren geht über Studieren.
2. Mal sehen, wie du das jetzt machst, Philipp. Na also, ich habe mich natürlich gut vorbereitet. Wow, das war ein beeindruckender Sieg, Philipp. Wie sind denn die Punkte verteilt? Ein tolles Match. Die Führung liegt damit in deiner Hand, Philipp. Und weiter. Das Spiel ist schon etwas weiter fortgeschritten. Schauen wir uns mal die Punkte an, die noch zu spielen sind. Ja, noch genügend. Ja, noch genügend. Spiel 5. Was passt nicht? Was passt nicht? Den Spielern werden 4 Bilder zu einem Oberbegriff gezeigt. Eines passt jedoch nicht. Sobald ein Spieler buzzert, hat er 5 Sekunden, um das falsche Bild auszuwählen. Hat er recht gehabt, erhält der Spieler einen Punkt, ansonsten der Gegner. Wer zuerst 5 Punkte erreicht hat, gewinnt das Spiel. Jetzt hört mal bitte gut zu. Ihr seht gleich 4 Bilder zu einem Oberbegriff. Eines der Bilder passt nicht zu diesem Oberbegriff. Wenn ihr zu wissen glaubt, welches Bild das ist, drückt ihr den Buzzer und habt dann 5 Sekunden Zeit, das falsche Bild auszuwählen. War eure Antwort korrekt, bekommt ihr einen Punkt. Ansonsten neue Gegner. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Viel Glück, wir fangen an. Dann fangen wir mal an. Deutsche Lieblingsgerichte. Ja gut. E, würde ich mal sagen. Richtig ist, Sushi gehört nicht zu den deutschen Lieblingsgerichten. Das ist korrekt. Gib doch bei allem eine Taktik. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Saiteninstrumente. Hier ist die richtige Antwort. Das Klavier ist kein Saiteninstrument. Sondern ein Tasteninstrument. Da kennt sich wer aus. Ja, ja. Puh, geschafft! So, passt gut auf. Tasteninstrumente. Wer hat gerade eben aufgepasst? Und die korrekte Antwort ist... Die Zither ist kein Tasteninstrument. Das akzeptiere ich als richtig. Ha, das war 1A! Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Kamele. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Die Angora-Ziege ist kein Kamel. Das ist nicht korrekt. Verflucht! Sag dazu nichts. Ihr könnt sicher sein, ein Bild passt nie. Ich will jetzt nicht weiter stören. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Schlösser und Paläste. Ernsthaft? Richtig ist, das Vorhängeschloss passt nicht zu den anderen. Stimmt. Wow, das war gut. Die Unterschiede sind manchmal ziemlich subtil. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Ich steche. Was ist jetzt die Biene und was ist die Wespe? Die richtige Antwort wäre... Die Waldameise kann nicht stechen, nur beißen. Ach so. Das war leider nicht die richtige Antwort. Mensch, so ein Mist. Das war schwer. So, passt gut auf. Wintergemüse. Da bin ich draußen. Sag du, Philipp. Thank you.
richtige Antwort wäre... Erbsen sind kein Wintergemüse. Die Antwort ist richtig. Ha, ein Glückstreffer. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Sachen aus Wolle. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Die Stiefel sind nicht aus Wolle gemacht. Ach so, ja, aber der obere Teil. Das war leider nicht die richtige Antwort. Das war jetzt richtig Mist. Aber dieser obere Teil ist doch aus Wolle. Ein gutes Auge und schnelle Reaktionszeit kommen euch hier gut zu Pass. Immer schön entspannt bleiben. So, passt gut auf. Olympische Disziplinen. Also mal mit Verlaub. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Pferderennen ist keine olympische Disziplin. Ja, das war richtig. Yeah! Ein spannender Kampf und ein strahlender Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Leo! Es wird wieder mal Zeit, das Zwischenergebnis zu kontrollieren. Ein tolles Match. Die Führung liegt damit in deiner Hand, Leo! Spiel 6. Autos ziehen. Die Spieler ziehen jeweils ein Auto durch das Studio zu sich hin, ohne sich von ihrer Position wegzubewegen. Wer als erster sein Auto über die Ziellinie zieht, hat den Durchgang gewonnen. Dabei zählt der Scheitelpunkt des Vorderreifens. Wer zuerst zwei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Okay. Ich lese euch mal die Regeln vor. Ihr müsst das Auto mit Hilfe des Seils einmal durchs Studio ziehen. Dabei dürft ihr eure Position nicht verlassen. Wer sein Auto als erster über die Ziellinie zieht, gewinnt den Durchgang. Hierbei zählt der Scheitelpunkt des Vorderreifens. Wer zuerst zwei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Alle bereit? Dann los! Hier ist Körpereinsatz gefragt. Du kannst eigentlich gleich aufgeben. Und F. Und R. Und F. Und R. Und F. R. 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 Hier ist Körpereinsatz gefragt. Alles ist noch offen. An mir kommst du nicht vorbei. Nichts ist offen. Ich gratuliere zu deinem Sieg, Leo. Der neue Punktestand sieht damit so aus. Gut gemacht. Damit baust du jetzt deinen Vorsprung aus. Leo. Ach. Spiel 7. Sachen merken. Den Spielern werden 8 Bilder von Gegenständen gezeigt, die sie sich einprägen müssen. Wenn ein Spieler buzzert, hat er 30 Sekunden Zeit, alle Motive auszuwählen. Wenn alles richtig war, bekommt der Spieler den Punkt, ansonsten der Gegner. Wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay.
Jetzt hört mal bitte gut zu. Ihr seht 8 verschiedene Motive, die ihr euch merken müsst. Sobald ihr glaubt, alle Motive aufsagen zu können, drückt ihr den Buzzer. Dann verschwindet das Bild und ihr habt 30 Sekunden Zeit, alle Motive auszuwählen. War alles richtig, bekommt ihr einen Punkt. Bei einem Fehler bekommt euer Gegner einen Punkt. Dies ist der Fall, wenn die 30 Sekunden überschritten werden oder ein falsches Motiv ausgewählt wurde. Wer als erster 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Viel Glück, wir fangen an. Achtung, jetzt geht's los. Hocker, Bürste, Fernseher, Tube. Ja, jetzt kann man sich vielleicht dadurch merken, dass die meisten Sachen aus Holz sind. Achso, Walkman. Kerze, Senf, Fernseher, Haarbürste, Hocker, da war noch was. Stimmt, da war der Pfeffer und der Kamm. Klasse, das war richtig. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das jetzt so gut funktioniert. Mann, oh Mann, oh Mann. Langsam kommen wir in die Phase, wo man Fehler machen kann. Nächste Frage bitte. Tomate, Regler, also Thermostat. Tomate, Thermostat, Motorrad, Bohnen, Korb, Wasser, Melone. Also Wassermelone und Honigmelone. Tee. Sehr gut. Klasse, das war richtig. Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Fürs Merken. Wollt ihr weitermachen? Los geht's. Hosen, Zwiebeln und... Taschenrechner, Fotoapparat, Radio, Staubsauger, Hose, Zwiebeln, Brot. Was war das Letzte? Taxi? Oh. Ha, gut gemacht. Yeah. Diese Kontrahenten geben heute wirklich alles. Tja, heute ist ein ganz besonderer Tag für euch. Achtung, es geht weiter. Batterie, Grill, Fußball, Flug, Schere, Salat. Wasserflasche, Hantel. Rotkohl? Ach, Rotkohl war das. Grill, Fußball, Schere, Batterie, Hake. Weiß ich nicht mehr. Nein. Leider daneben. Oh Mann, oh. Ich kann mir das ja auch nicht merken. Ich will jetzt nicht weiter stören. Wer wird die nächste Runde gewinnen? Was ist das denn? Bonbon oder Seife? Geschirrspüler, eine Nuss,
Eiche, Kochlöffel, Aprikosen und Marmelade. Marmelade. Ach, Pflaumen waren das, ja, stimmt, ja, Aprikosen sind ja. Ja, vergesst das. Geschirrspülmaschine. Kochlöffel. Eiche. Was war's denn für eine Nuss? Verdammt. Walnuss. Es war Pekannuss. Die Antwort war falsch. Schade, ich dachte, ich krieg das hin. Nicht einfach, sich die gesamte Menge an Bildern zu merken. Kommen wir zur nächsten Frage. Löffel. Weiß ich nicht. Waschmaschine, Telefon, Kaffee, also Baguette, der Croissant. Hallo, das war gut. Das kann ich. Nächste Frage, bitte. Was ist das denn? Himbeere, Ventilator, Ketchup, Tastatur, Fax, Autobus, Gabel. Und das letzte habe ich gar nicht erkannt. Also das erste. Blätter? Einfach Blätter? Oh. Ach so, Papier. Ja, gut. Stimmt. Ich bin richtig stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, das Spiel geht an Philipp. Wie sieht die Punkteverteilung jetzt aus? Eine spannende Aufholjagd. Beide sind wieder punktgleich. Yippie.